Hallo, ich bin Bianca Zeitelhöfler. Ich bin hier in der Gäubodenstadt in Straubing und stehe aktuell in der Lehrküche von der Volkshochschule. Ich zeige euch heute, wie man Couscous-Bratlinge macht. Dazu brauchen wir Couscous, unser Hauptzutat. Dann Gemüse, Lauchstreifen, Karottenstreifen, Selleriestreifen, Zwiebelstreifen, jeweils 50 Gramm und 100 Gramm Apfelstiftel, ein Ei, Salz und Pfeffer und ein bisschen Öl, etwas Mehl zum Binden und dann könnte man loslegen. Als erstes wäre es ganz geschickt, wenn man die Gemüsesorten anschwitzt, weil das dauert doch ein bisschen. Das habe ich in dem Fall schon ein bisschen vorbereitet, dass es nicht mehr ganz so lang dauert. Dann drehen wir das noch mal ein bisschen hoch. Und nebenbei müssen wir den Couscous quellen lassen. Der braucht so circa 5 Minuten. Das ist ein Instant-Couscous. Dazu gebe ich den in eine große Schüssel und habe Wasser im Wasserkocher schon erhitzt, dass das heiß ist. Gebe circa die gleiche Menge an Couscous, also sprich circa 200 Milliliter. Man merkt auch ungefähr, ich habe jetzt keinen Messbecher da, wenn der Couscous mit Wasser leicht bedeckt ist, dann ist es ausreichend. Das schaut dann so aus, der quillt jetzt, bis das Gemüse fertig ist, dauert so circa 5 Minuten. Und das Gemüse schwitzt auch schon weiter an. Ich habe da praktisch den Zwiebel angeschwitzt, dann den Lauch, die Karotten und den Sellerie dazu. Den Apfel habe ich mir jetzt nur aufgehoben, weil der gibt meines Erachtens die besondere Note an den Bratlinge, die karamellisiert dann. Und den gebe ich ganz zum Schluss rein. Zum anderen, wenn man den lang mitbrät, verfällt er auch. Also da sind dann die Stiftel ganz zerfallen. Genau. So, das schwitzen wir noch kurz mit an. In der Zeit ist dann der Couscous soweit. Schaut schon ganz gut aus. Der saugt schon fleißig. Ja, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Wie komme ich zu dem Rezept? Das ist einfach aus Jux und Tollerei mal entstanden. Wollte Couscous ausprobieren, dann habe ich noch ein bisschen Lauch, ein bisschen Karotten, mei, wie es halt so ist, wenn man mal so Reste daheim hat. Und habe ich einfach ausprobiert und dann ist es rausgekommen und schmeckt mir persönlich eigentlich sehr gut. Meine Bekannten, die es mittlerweile probiert oder probieren haben dürfen, die waren auch ganz begeistert und wollten das Rezept und dann habe ich mir gedacht, gut, okay, wenn das so ist, dann könnt ihr das jetzt hier mal ausprobieren. Genau. Wo kommt der Couscous ursprünglich her? Der Couscous kommt eigentlich aus Nordafrika und wird eigentlich, ist es eine Grieskörnung. Die Grieskörnung wird dann in Nordafrika feucht gemacht und in der Sonne getrocknet und dann fein zerrieben zu so Klümpchen. Nur mal so nebenbei, weil bei uns gibt es ja den Ursprungskuskus nicht oder ich habe ihn auch noch nie wirklich gesehen, nur den Instant. Couscous wird unter anderem eben aus Hirse, Weizen oder auch Dinkel hergestellt. So, nun zurück zum Gemüse, das war jetzt fertig. Der Couscous schaut auch relativ gut aus, der ist jetzt ganz fest geworden. Den zerstoßen wir jetzt ein bisschen, dass der wieder krümelig wird. So, genau. Und was ich vorher noch sagen wollte, der Couscous, da gibt es in Nordafrika extra eine Couscouserie. Da wird der Couscous gegart, unten drin ist Gemüse und oben drin wird der Couscous dann gedämpft. Und es ist eigentlich in Nordafrika ein Hauptbestandteil der Ernährung, wie bei uns Brot zum Beispiel. Also das Ganze sollte dann so ausschauen, so richtig schön krümelig. Und dann können wir das Gemüse da dazu geben. Ist leicht braun.
Das gehen wir jetzt damit drunter. Das duftet. Genau. Alles rausholen. So. Die Platte vielleicht nicht ganz abdrehen, weil die brauchen wir gleich wieder, aber zurück, sonst gibt es zu viel Hitze ab. So, dann mischen wir das erst schon mal ganz grob. Wenn da jetzt so Couscous-Klümpchen sind, ist auch nicht schlimm, weil das macht gar nichts. Genau, das vermengt sie schon relativ schön. So, dann geben wir noch ein Ei dran und circa ein Esslöffel Mehl. Je nachdem, welches Mehl das man benutzt, braucht man mehr oder weniger. Ich gebe jetzt so einen gehäuften Esslöffel Dinkelmehl dazu. Übrigens Dinkelvollkornmehl. Da ist der Nährstoffgehalt ein bisschen höher. So, den Couscous und das Gemüse haben wir gerade gemischt. Dann habe ich jetzt Salz vergessen und Pfeffer. Das tun wir jetzt nur dazu. So, und kräftig nochmal durchmischen. Und dann gibt es eine schöne, kompakte Masse, eine klebrige. Schaut jetzt ganz gut aus. Setzen wir die Pfanne wieder her, die sollte nur leicht warm sein. Drehen wir die Platte wieder nach oben und geben ein bisschen Öl mit ein in die Pfanne. So. Darf ein bisschen mehr sein, dass uns nicht verbrennen, die Bratlinge. Ja, das passt schon relativ gut. Und dann nehmen wir uns so Stücke ab. Und dann formen wir so, bei uns in Bayern sagt man Pflanzerl, im Norden vielleicht Taler, und setzt die in die Pfanne. Genau. Man muss die Couscous-Bratlinge ziemlich fest andrücken, weil die sonst auseinanderfallen, wenn man das nicht macht. Also darf man schon gut drücken. Da ist eh schon ein Stück wieder davor gebrochen. So. So, das ging mir einfach so einer. Schön pressen, dass das ein kompaktes Kügel wird. Genau. Und dann ergibt die Menge, je nachdem wie groß das man es macht, mal mehr, mal weniger Taler. Ich habe es jetzt relativ groß gemacht, weil da wären es so bei dieser Ausformung, ich sage jetzt mal 8, ja, so 8 Stück. Und ich serviere das dann ganz gern mit einem gemischten Blattsalat, vielleicht Senf, Balsamico-Vinaigrette dazu. Und was auch sehr lecker schmeckt, ist ein Kräuterdip. Jetzt gehe ich mir nur schnell Hände waschen, weil sonst kommen nicht bei den Ohren. So, dann drehen wir unsere Pflanze mal. Ein bisschen mehr Öl, glaube ich, brauchen wir. So, halten diesmal wunderbar zusammen. Es ist ein relativ einfaches Gericht, schnell zubereitet, vielleicht was für den schnellen Feierabend, wenn man mal wenig Zeit hat, aber trotzdem was Vollwertiges möchte, dennoch eigentlich auch was Gesundes, weil Couscous ist jetzt nichts Schlechtes. Und natürlich auch das Gemüse, frisch zubereitet. So, das sind jetzt meine fertigen Couscous-Bratlinge.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und natürlich einen guten Appetit. Schade, dass ihr jetzt nicht gleich mitessen könnt, aber ich freue mich drauf. Tschüss, bis zum nächsten Mal.